Streichen ist ein wichtiger Massagegriff für die Abhyanga und die Samvahana. Hierbei gleitet man mit der flachen Hand weich und fließend über die entsprechende Körperpartie. Vor allem der Rücken sowie die Arme und Beine werden bei der ayurvedischen Massage weitläufig ausgestrichen. Streichende Massagebewegungen stehen am Anfang und am Ende jeder ayurvedischen Massage. Die Abhyanga besteht vorrangig aus streichenden Bewegungen. Hier wird rasch und mit mittlerem Druck das jeweilige Öl in die Haut und bis in die Gewebe hinein eingearbeitet. Jede Körperpartie wird dabei mindestens 6 Minuten lang behandelt. Die raschen Streichbewegungen sollen den Kreislauf und die Lymphzirkulation anregen. Langsame und sanftere Streichbewegungen werden bei der Samvahana ausgeführt. Sie sollen vor allem beruhigen und das Nervensystem und die Psyche ausgleichen. Wenn Sie bei der Vitalpunktarbeit Blockaden lösen, so wird der entsprechende Bereich anschließend immer wieder ausgestrichen, damit die gelöste Energie sich verteilen kann und die entsprechenden Nadis die Energie ausleiten können. Bei der tiefen Gewebsmassage wird mit geöffneten Fingern langsam und mit etwas stärkerem Druck gestrichen. Dies ermöglicht das Auffinden der blockierten Energiepunkte.